Die IG Metall erklärt die Sozialwahl. Das ist Heike. Hi, Heike! Heike! Heike ist schwerhörig. Sie braucht dringend ein Hörgerät. Doch Heikes Krankenkasse will das Gerät nicht komplett bezahlen. Sie sagt, wir zahlen nur 421 Euro. Heike findet das unfair. Sie kann sich das teure Gerät zurzeit nicht leisten. Außerdem zahlt sie jeden Monat ihre Krankenkassenbeiträge. Und sie hat recht. Die gesetzlichen Krankenkassen sind für die Versicherten da. Genauso wie die gesetzliche Rentenversicherung und die Unfallversicherung. In allen drei Sozialversicherungen entscheiden die Versicherten und die Arbeitgeber mit. Zum Beispiel über Dinge wie Heikes Hörgerät. Alle 6 Jahre wählen Versicherte und Arbeitgeber ihre Vertreter in der Kranken-, Renten- und Unfallversicherung. Das ist die Sozialwahl. Oft einigen sich die Versichertenvertreter auf eine gemeinsame Liste. Diese gilt dann als gewählt. Man nennt das Friedenswahl. Kommt es zu keiner Einigung, findet eine Wahl statt, und zwar immer per Brief. Die gewählten Vertreter heißen Selbstverwalter. Die Selbstverwalter reden bei vielen wichtigen Dingen mit. Sie wählen den Vorstand, sie beschließen den Haushalt und die Satzung. Sie kümmern sich zum Beispiel um die Qualität von Reha-Maßnahmen oder um Gesundheitsschutz im Betrieb. Mehr als 1600 Metallerinnen und Metaller sind in der Selbstverwaltung der Sozialversicherung aktiv. Sie kennen den Alltag in den Betrieben und die Probleme der Beschäftigten. Sie können Interessen vertreten und durchsetzen. Und sie sind keine Einzelkämpfer. Hinter ihnen steht eine starke Gewerkschaft mit 2,3 Millionen Mitgliedern. Heike hat an der vergangenen Sozialwahl teilgenommen und die Liste der IG Metall gewählt. Dank der Selbstverwalter der IG Metall haben die Krankenkassen den Betrag für Hörgeräte verdoppelt. Heike kann sich das Gerät nun leisten. Stimmt's, Heike? Ja. Im April und Mai 2017 steht die nächste Sozialwahl an. Heike wird dann auf jeden Fall wieder wählen. Wählen lohnt sich. Die Sozialwahl 2017.